Was geht ab, my friends? Welcome to a new vlog on my channel. Ja, Leute, was geht ab? Ich würde sagen, jetzt gibt es erstmal ein paar Szenen, wo ich bei meiner Oma war. Deswegen, let's go. Ich bin irgendwie jeden Vlog bei meiner Oma. Ashley, look at me. Frieda! Sie muss ihre Luft einatmen, Mann. Guck doch mal. Wer hat mir das gerade geschissen? Ich. Hey, pass mal auf! Hey, Ashley, look at me. Meine Oma ist so irre, bringt mir Frühstück ans Bett. Danke, Omi. Ich will zwar nur essen, aber wir können einen Eierkuchen so saftig aussehen. Das war erst vor ein paar Tagen, also nicht wundern. Danach sind wir in so ein Bistro gegangen, da waren wir essen und ja. Ich blende euch die Zähne an, let's go. Leute, wir fahren jetzt ins Restaurant. Ich sehe aus. Nee, weiß ich nicht was, aber egal. Tschüss, Frieda. Oh mein Gott, das sieht so aus wie ein Ghetto-Klo. Benutzung auf einer Gefahr. Das machen wir jetzt, weil wir sind cool. Karl, ich will jetzt da raufgehen. Nein, tust du nicht, Digga, da steht, Eltern werden dafür haften oder so. Nein, dann machen wir es natürlich, weil unsere Eltern bezahlen das ja. Hier runterrutsche, dann bricht es ein. Karl, ich komm nicht runter! Ich habe Jasmin gefunden. Leute, falls ihr euch fragt, wer sie ist Jasmine aus dem 6er Mädchenblock. Ich komm hier nicht runter! Spring! Meine Essen. Let's go! Einmal Pommes für euch. Ohne irgendwas. Ich bin mit so einem geilen Schoko-Eis-Shake, Leute, der ist übel nice. Ich hatte mein erstes freaking Union-Turnier. Und oh mein Gott, hier erstmal ein paar Bilder eingeblendet in meinen Trikots, Leute. Ich muss euch das Ganze mal erklären. Wir waren Spanien, also wir haben so eine Weltmeisterschaft nachgespielt, kann man sagen. Das war richtig cool, also fand ich wirklich sehr cool. Deswegen, es war übel krank. Es war so krass. Es war so cool, Leute. Auf jeden Fall. Ich hatte 3 Tore, glaube ich. Ich war beste Spielerin von Union. Das war auch so krank. Ich habe Mitte gespielt, also zentral. Ich wusste nicht, dass ich zentral so gut bin, ne? Ich habe so viele Ferntore. Also wir haben Viertelfeld gespielt und ich wusste gar nicht, dass ich so gut schießen kann, ne? Ich habe ein entscheidendes Tor zum Gleichstand geschossen. Das war cool und ja, Junge, das war einfach krass. Da gab es auch noch so Gewinnspiele und sowas alles. Und Leute, ich habe Fußballschuhe gewonnen, Leute. Weil auch wegen dem Turnier, weil ich so gut war. Ich habe einfach Fußballschuhe gewonnen. Und ich musste ganz viele Werbungen für 11T Sports drehen. Also richtig krass. Ganz viele Bilder, Videos, hier ist mal alles eingeblendet, Leute. Wer gewinnt die Weltmeisterschaft? Deutschland. Das ist so... So geil, Leute, dass ich das geschafft habe, irgendwie in so ein 11T-Sport-Video da rein zu drehen. Auf einmal dieser Kameratyp, der sagt so, was ist dein Fußballidol? Ich sag so, Cristiano Ronaldo. Er sagt so, nein, bitte eine Frau, Junge. Mir fällt nichts ein. Ich sag so, Pop. Im nächsten Werbespot habe ich 3 Around the World oder sowas gemacht, glaube ich. Ich glaube, ich habe 1 Around the World gemacht. So ein Rabona-Trick. Und... Ich habe eine TikTokerin getroffen. Ihr kennt alle Jana-FS, glaube ich. Die habe ich getroffen. Ich habe sogar ein Bild mit der hier eingeblendet. Richtig cool. Finde ich richtig cool. Vielleicht bin ich sogar im Video drin. Also wäre richtig cool. Ich sage euch dann definitiv Bescheid. Leute, das Krasse war, ich habe es euch nicht gesagt, aber ich habe Fußballschuhe im Turnier gewonnen. Es war so krank. Hier nochmal die Szene davon. Ich war einfach so gut. Komm nach vorne. Die Malu hat ein paar Fußballschuhe gewonnen. Du darfst dir auf unserer Seite dann ein paar Fußballschuhe aussuchen. Kommst im Nachgang, wenn es alles gleich rum ist, kommst du vorbei und dann erkläre ich dir noch, wie das dann geht. Ja? Okay, herzlichen Glückwunsch. Großen Applaus für Malu. So, jetzt kommen wir zur besten Torhüterin und sie.
Ganz kurz nochmal, ich habe mich in dieser Szene gefühlt wie Cristiano Ronaldo, Junge. Dann haben die noch so einen Werbespot gedreht, wo ich den Ball so hochgeworfen habe, den so runtergezogen, also so angesaugt habe. Und dann so ein Übersteiger nach rechts bei der Kamera vorbei wurde, dann pff, der Kameramann. Also richtig krass, alles professionell. Ja, ich habe auf jeden Fall Fußballschuhe gewonnen, nochmal zum Thema. Ich kann mir irgendwelche aussuchen. Ich glaube, ich nehme die pinken Dinger. Ich weiß gar nicht, wie die heißen, aber hier mal ein Bild eingeblendet. Die sind so krank. Ich glaube, ich habe auch noch ein paar Szenen, wo ich mit dem Ball irgendwas mache, aber verscheiße. Papa hat die Tore leider nicht drauf, aber egal. Alles eingeblendet. Mal ganz kurz, Leute. Gestern auf dem Turnier. Ich habe sowas getrunken. Auf einmal diese andere Union-Spielerin kommt so. Ich war komplett nass, Junge. Nice. Leute, ein paar von euch wollten eine kleine Roomtour sehen, deswegen hier. Ja, Lichtschalter. Nein, Spaß, hier sind so Stecker, also LEDs. Habe ich im kompletten Zimmer. Hier sind meine ganzen Schuhe, die ich habe. Also Schuhe. Kann ich auch nochmal machen. Hier auch noch mit meinen Slides. Ich mache jetzt einfach Uncut hier. Mein Bettbereich sozusagen, da penne ich immer. Hier, ich mache mal so. Dann sieht man es krasser, besser. So ist mein Bettbereich. Couchbereich ist auch ganz cool geworden eigentlich. Es ist kein Licht an gerade, aber egal. Gaming-Setup. Wie gesagt, Leute, falls ihr euch fragt, ich bin der größte Pflanzenliebhaber, den ich kenne. Das ist mein Kleiderschrank. Da ist auch nicht alles. Also hier ist noch der andere. Es ist gar nichts gewaschen gerade. Deswegen hier fehlt ganz viel. Mein beiges T-Shirt, was ich gerade anhab. Also weiß T-Shirt fehlt auch noch. Meine ganzen Hosen, Trikots. Also, ja. Wir konnten die Trikots, die wir am Ende bekommen haben, sogar behalten. Und diese Spanien-Trikots, die waren krass. Also, ihr habt in den Fotos gesehen, ich durfte die behalten. Und die Hosen stutzen, ich durfte alles behalten. Es war krank. Es war krank. Ja. Ja, meine Freunde. An dieser Stelle würde ich diesen wunderschönen Vlog heute beenden. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach unten da. Kommentiert, abonniert. Hab ich alle ganz so lieb. Ciao.